Und damit ein herzliches Hallo. Mein Name ist Lemuyos Four und ich habe ja vor circa 4, 5 Tagen ein Video gemacht zu DSDS. Und ja, da habe ich auch schon gesagt, dass ich jetzt öfter mal was zu DSDS machen werde. Und ja, da finde ich es auch wunderbar, dass die Community da so ein bisschen mitmacht, die YouTube-Community. Denn der René hat mir eine sehr lange, ausführliche Mail geschrieben. Und ja, die würde ich einfach mal gerne vorlesen, weil er war bei der vierten Motto-Show dabei und hat halt auch so ein bisschen was erlebt, was denn hinter den Kameras so abläuft, wenn zum Beispiel Werbung ist, was in den Werbeblöcken überhaupt passiert und so weiter. Ja, und das würde ich euch gerne vorlesen. Gut, dann fangen wir doch mal an. Wir nehmen jetzt erstmal die Abläuse auf. Abläuse, da saß ich nun im Publikum der vierten Motto-Show von DSDS. Und musste an diesem Abend nicht das erste und letzte Mal schmunzeln, aber von Anfang an. Ich behaupte, mit meinen 20 Jahren nicht unbedingt in die Kernzielgruppe von Deutschland sucht den Superstar zu fallen. Aber als sich mir dank eines glücklichen Zufalls die Möglichkeit bot, kostenlos eine der Motto-Shows anzuschauen, musste ich nicht lange nachdenken. Nicht, dass ich einen Namen eines einzigen Kandidaten gewusst hätte. Aber mal bei der größten und erfolgreichsten Castingshow Deutschlands dabei zu sein und hinter den Kulissen zu schauen, ja, das fand ich spannend. Wir fanden uns also bereits gegen 18 Uhr schon vor dem Studiogebäude ein, wo direkt die großen Reisebusse mit Schweizer Kennzeichen auffielen. Ein nicht unerheblicher Teil des Publikums schien aus Freunden und Familienmitgliedern der Kandidaten zu bestehen. Und damit man auch direkt weiß, wer zu wem gehört, trugen die meisten lustige T-Shirts mit Konterfei ihres Kandidaten, manche sogar Masken oder Kappen. Diese Pulks an Fans zwischen 20 und 50 Leuten wurden draußen vor dem Studio erstmal von einem Kamerateam angeplappert. Wichtig dabei war der Animateur. Der forderte auf, mal richtig dolles zu jubeln. Und der Kameramann hielt die Kamera etwas auf Kniehöhe nach oben. Und wenn man zwei, dreimal hektisch von links nach rechts fuhr, sah das später im Fernsehen aus wie eine riesige Menschenmenge. Im Studio selbst gab es dann drei große Fraktionen an Fanpuls: für Christoph, Daniele und Hamid. Man muss sich mal vorstellen, wie sehr so eine DSDS-Teilnahme für die Familien ins Geld gehen muss. Ob RTL den Familien Rabatt einräumte? Nachdem wir im Studio also unsere Plätze eingenommen hatten, drehte der lustige Animateur erstmal die Musik laut auf, gezwungene Malle-Party-Stimmung à la Ballermann, inklusive "Ich sage Dieter, ihr sagt Bohlen"-Part. Dann ging es auch schon los mit den Applausen. Der Animateur klärte uns auf, dass sie zwei Sequenzen aufnehmen mussten, für die Sonntagswiederholung und zum Einblenden in besonders emotionalen Momenten. Einmal nur Applaus im Sitzen und dann Applaus im Sitzen beginnend und in Standing Ovations übergehend. Die Familien der Kandidaten gaben sich dabei schon sehr routiniert. Insgesamt schien es für alle okay zu sein, dass erst Eintritt bezahlt wird und dann, dass die Leute noch als Statisten herhalten müssen. Überspringen wir die offensichtlichen Dinge, die man von zu Hause aus beobachten kann, wie die Tatsache, dass die wenigsten Songs zum Motto "Ab in den Süden" passen und dass man später von Fanmex und Bildzeitungen aufgebauschten Eklat, als Dieter Bohlen das Studio verließ, für inszeniert halten konnte. Denn ich war besonders neugierig darauf, was in den Werbepausen passiert. Wenig überraschend werden dann die Moderationen von Marco Schreil für die Sonntagswiederholung aufgezeichnet. Und unabhängig davon, was man von Schrei halten mag, er ist hundertprozentig konzentriert, fokussiert und brauchte für keine Moderation mehr als einen Versuch. Gut, die DSDS-Sonntagswiederholung ist nicht die Oscarverleihung, aber diese Routine von Marco Schrei und der ganzen Crew fand ich beeindruckend. Auch hier wird das Publikum aber wieder als Klatschfutter gefordert. Ruhig die ganze Moderation durchklatschen, vielleicht sogar am Stehen. Und das Publikum macht das auch noch. Wie frenetische Duracell-Häschen wird da alles gegeben. Womit ich an einem weiteren interessanten Punkt bin. Marco Schreil behauptete in einer Moderation, im Studio befänden sich 1400 Zuschauer. Ausgehend von meiner Platznummer und der Anzahl an Rängen würde ich eher auf 800 Personen schätzen. Eine weitere interessante Szene ergab sich während einer der Werbepausen. Die Bühne musste von Konfetti befreit werden und aus dem Hintergrund huschten einige Personen mit Besen auf die Bühne.
Dann erhob sich Dieter Bohlen vom Jurytisch, ließ sich einen der Besen geben und fegte mit. Dass das keine RTL-Inszenierung war, merkte man daran, dass die Kamera erst draufhielt, als Bohlen den Besen wieder zurückgab. Trotzdem könnte man mit ein bisschen Argwohn vermuten, dass Dieter Bohlen sich so als crewverbunden inszeniert hat. Auch die Kandidaten schienen genau instruiert worden zu sein. Das ständige gegenseitige Händeschütteln und Umarmen kam speziell bei dem jüngeren Publikum sehr gut an, scheint aber Bestandteil eines guten Coachings gewesen zu sein. Nur selten entglitten den 7 Kandidaten mal die Gesichtszüge. Sehr professionell ist die Crew auch, was die Bühnenumbauten angeht. Bei der Bühnendeko funktionierte bei einer dieser Bögen die Beleuchtung nicht. Es wurde kurz probiert und nachdem in dem straffen Zeitfenster keine Lösung gefunden wurde, so gefilmt, dass es nicht auffiel. Insbesondere bei Danieles Auftritt wurde die Routine sehr deutlich. Die Bühnendeko wurde auf einen Rollwagen gestapelt, hereingefahren und verließ die Bühne nach dem Auftritt auch wieder exakt so gestapelt. Genauso beeindruckt war ich, als ich bemerkte, dass die Tänzer und Tänzerinnen immer die gleichen sind, bei jedem der Auftritte. 7 Choreografien lernen ist sicherlich nicht ohne. Das heißt, die Tänzer sind absolute Profis oder die Songs für die Samstagsshow müssen schon sehr früh feststehen. Informierte Zuschauer dürften von der Feststellung, dass Kandidaten sich die Songs nicht selber aussuchen, wenig überrascht sein. In der Entscheidungsshow habe ich leider zu spät auf den Notar geachtet. Für mich steht auf jeden Fall fest, dass er nicht bis zum letzten Moment persönlich irgendwas überwachte. Er stand schon eine ganze Weile am Bühnenrand und ging dann eines der Podeste herauf und wieder herunter, um Schreie den Umschlag in die Hand zu drücken und wieder zu gehen. Dort stand er aber auch schon die letzten Minuten, in denen die Leitungen noch geschalten waren. Während der Show hatte ich im Publikum ein Mädchen um die 12 Jahre entdeckt, das sich ein Wendeschild gebastelt hatte. Auf der einen Seite jubelte sie für Daniele, auf der anderen Seite für Hamlet. Ich fand es zunächst sehr lustig, bis ich feststellte, dass es schlichtweg genial war. Mindestens einer ihrer beiden Lieblinge würde weiterkommen. Da soll noch einer sagen, RTL würde die Kinder verdummen. Was habe ich mitgenommen? Die Feststellung, dass bei RTL auch nur mit Wasser gekocht wird. Dass DSDS eine straff durchorganisierte Veranstaltung ist. Dass Marco Schreil, zumindest zeitweise, ein professioneller Moderator ist. Und dass ich jetzt alles gesehen habe und mir keine weitere Motto-Show anschauen muss, weder vor Ort noch im TV. Ich verabschiede mich von euch. Das war der Beitrag. Ich melde mich gleich nochmal zu Wort von mir aus. Ja, da bin ich jetzt von mir aus. Jetzt spreche ich mal wieder frei. Also, ich fand's sehr interessant, einfach, dass ich mal so ein bisschen hinter den Kulissen herausfinde. Ich werde das Ganze auch nochmal mit einem informativen mit so einer Videodatei halt hinterlegen. Mal schauen, was ich da finde. Da werde ich mir jetzt einfach mal irgendwas mopsen aus dem Internet. Und ja, muss halt bloß gucken, dass ich nicht wirklich Aufnahmen von DSDS nehme, was RTL wirklich aufgenommen hat. Aber ich werde mal schauen. Ich denke mal, da werde ich schon was ganz Besonderes finden. Macht euch einfach euren eigenen Kopf, kommentiert gerne dazu, diskutiert gerne darüber. Denn ja, deswegen mache ich die Videos. Ich will, dass darüber diskutiert wird. Und ja, ich verabschiede mich jetzt auch von mir aus. Und ja, gibt's da noch irgendwas zu sagen? Nö. Doch. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.